Ein innovatives Bildungsprogramm startet der Nationalpark Hohe Tauern und Verbund. Das Wissen zum Thema Klimaschutz soll bei Kindern und Jugendlichen forciert werden. Wie das genau funktioniert, das schaute sich Landesrätin Tina Wittmann am 17. März in der Hauptschule Karbon persönlich an. Die Verbund-Klimaschule des Nationalpark Hohe Tauern wurde im Herbst 2010 gegründet. Wir sind also seit langem Partnerschule des Nationalparks Hohe Tauern. Und wir sind deshalb Schule oder Partnerschule, weil wir einfach der Meinung sind, dass die Identität der Kinder mit dem Nationalpark viel größer ist, wenn man sozusagen auch mit denen gemeinsam was unternimmt. Und was da ganz toll ist, sie haben also tolle Workshops, die wir also immer wieder in Anspruch nehmen. Sie haben also tolle Referenten im Nationalpark. Und was uns da ganz besonders gut gefallen ist, ist, dass die Kinder zwischen Theorie nicht nur theoretische Informationen bekommen, sondern auch praktische Ausbildung. Für die Nationalparkverwaltungen bedeutet Klimaschutz auch gleichzeitig Artenschutz. Daher ist es wichtig, im Programm der Klimaschule diesen Zusammenhang auch den Jugendlichen verständlich zu machen. Uns hat die Klimaschule, also mir persönlich, mir gefällt es gut und man kann auch was ins Leben mitnehmen, weil wir die Hälfte davon zwar schon gehabt haben, aber es ist trotzdem interessant. Und mit dem Herbert kommen wir halt auch voll super zusammen und hoffentlich haben wir es wieder einmal. Mir hat das bis jetzt sehr gut gefallen. Weil wir lernen da auch was, wie wir unser Klima, also wie wir es besser machen können und wie wir dass halt die Klimaerwärmung nicht weiter fortschreitet. Und mit Herbert kommen wir alle super zusammen. Das ist voll gut, der erklärt uns voll viel. Wichtig ist dabei der unmittelbare Bezug zur eigenen Lebenswelt. Denn nur so wird dieses komplexe Thema für die Jugendlichen greifbar und relevant. Also das Besondere an dem Projekt ist ja diese Partnerschaft vom Nationalpark Hohe Tauern mit dem Verbund. Und durch das, dass wir heute da in Karbon sind, wo der Verbund sozusagen in Karbon da seinen Sitz hat und in der Hauptschule in Karbon sind, ist das natürlich ein höchst gelungenes Projekt und eine höchst gelungene Partnerschaft. Und ich finde das Projekt einfach deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass da die Jugendlichen echt für daheim sie was mitnehmen können. Sie werden zu Hause mit den Eltern darüber diskutieren, mit den Großeltern, mit Freunden. Sie werden schauen, was könnten denn wir in unserem Leben umstellen, was können wir persönlich für Klimaschutz tun. Und ich glaube, da lernen sie einfach kleine Dinge, aber da gibt es ein Lied, ins Wasser fällt ein Stein und ist er noch so klein, er zieht durch weite Kreise. Und ich glaube, mit diesen kleinen Sachen, die man da in ihnen anzündet, kann man, wenn sie es ausweitet und verbreitet, viel erreichen. Ja, wir machen auch voll viele Experimente und mir gefällt das auch voll gut, dass wir so viele Experimente machen. Und einmal haben wir auch Meeresströmungen nachgebaut. Und das war halt auch voll interessant. Und wir machen auch viele Plakate und so, da wo wir Tiere und Blumen aufbicken, damit wir wissen, wo die leben und so. Verbund ist Österreichs führender Stromunternehmer und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Helmut Biberger, Werksgruppenleiter der Verbund-Werksgruppe Karbon, begründet das Engagement von Österreichs führenden Stromunternehmer so. Die Idee von dem Projekt ist, dass man den Kindern das lernt, wie sie eben mit der Natur und mit dem Klimaschutz umgehen, damit sie sehen, was das für Folgen hat und Vorteile, wenn man eben mit dem Thema sorgfältig umgeht. In den Sommerferien können Jugendliche heuer an einem einwöchigen Klima- und Forschercamp in Osttirol und Kärnten teilnehmen. Am 20. September findet dann das erste Klimaschulfest mit ca. 1000 Kindern von allen drei Nationalpark-Bundesländern in Karbon statt.